Hallo, 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 da sind wir wieder. Gut, wir schauen weiter. Letzte Folge sind wir ja noch gestorben, zum Schluss, ne? Da haben wir noch ein paar Sachen gesucht und so. Ich habe jetzt ein bisschen weitergemacht. Ich habe einiges gecraftet, vorbereitet, geändert. Zwar hier habe ich, glaube ich, die MFSU gebaut, ja. Die hier noch lädt. Das wird jetzt natürlich noch dauern, bis die voll ist. Das wird alles offline gemacht, weil ich mir gedacht habe, ne? Jeden Kack will ich auch nicht in Let's Play machen, so die Crafterei und so ein bisschen ersparen. Hier habe ich einige Pattern drin jetzt, die ich auch reingemacht. Das geht ja ganz einfach. Hier etwas reingelegt, ein Rezept zum Beispiel, ein Stick und dann hier auf Encode und schon hat man das Pattern. Und wenn man hier Shift-Rechtsklick macht, kann man es wieder entfernen und hat wieder ein leeres Pattern. Ja, ist keine Hexerei. Ich habe hier reingelegt mal ein paar wichtige Sachen, die wir brauchen werden. Hier zum Beispiel die ME Storage Pattern, also K, 1K, 4K, 16K. Ja, unsere Railstrecke funktioniert auch noch einwandfrei. Hier habe ich Lava-Tanks hingebaut, also von den Open Blocks. Da bin ich unten bei unseren Sklaven. War ziemlich viel Lava, die habe ich ein bisschen rausgeschöpft mit Eimer. Hier ist ein kleiner Tank hingebaut. Hier habe ich auch mal einen Tank reingebaut, so zwischen den zwei Coke-Öfen und habe mal getestet, ob das so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Leider füllen die das nicht automatisch rein. Da müssen wir oben dann noch Leitungen legen. Ich glaube, die habe ich sogar mit, oder? Genau, die habe ich mir extra hier reingepackt. Den Schalter noch. Zwei Schalter, so. Die habe ich hier extra reingepackt, damit wir hier so, so und so machen können. Und jetzt müssen wir Output sagen. So, hier Output und dann brauchen die zwei Redstone-Signale. Zack und zack. Und hier kann man auch rechts, sieht man schön, was da drin ist. Und jetzt füllt sich der Tank schon langsam. Hier sieht man, das leert sich. Der leert sich noch nicht. Erst wenn der leer ist, leert sich der, weil die Pipe einfach schon zu überfüllt ist. Sieht man auch schön an der Animation der Flüssigkeit, dass das steigt, ne? Auch cool. Gefällt mir sehr gut. Zack. Steigt schon langsam. Dann können die da vor sich hin, wo so der ist leer und jetzt wird der geleert. Coole Sache. Dann haben wir da so einen kleinen Tank und die sind dann schon leer. Das habe ich gemacht. Dann habe ich oben noch ein bisschen was rumgemacht, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht mal sicher, wir haben Nacht. Kacke. Geh mal schlafen, mal schnell. Hier haben wir auch noch einen Tank mit der Flüssigkeit. Ja, hier sind wir ein paar Mods zu updaten hier. Platinachiste und so, das habe ich ganz übersehen. Mache ich eigentlich immer, bevor ich eine Folge mache. Diesmal anscheinend nicht. Ja, was haben wir noch alles gemacht? Ich weiß gar nicht. Auf alle Fälle habe ich hier was vorbereitet. Hier habe ich nichts. Hier habe ich auch nichts vorbereitet. Okay, dann habe ich geschlafen. Eigentlich wollte ich noch Crafting-Rezepte reinpacken. Hier haben wir ein Löchchen gemacht. Da werden wir jetzt gleich dran gehen. Weil wir müssen mal eine automatische Schmelzanlage bauen. Immer schon jede Menge Eisen wieder und so. Gold haben wir nicht so viel mehr. Da haben wir ein bisschen durchgeschmolzen. Hier müsste eigentlich jetzt Sand drin sein, ja. Da habe ich Cobblestone durchgeschmolzen. Damit wir ein bisschen, ah, hier haben wir noch Eisen drin. Glas bekommen. Denn Glas haben wir auch nicht gerade viel. Ne? Ein bisschen Sand, Glas haben wir eben nur 6 Stück. Deswegen habe ich hier mal ein bisschen Cobblestone gegrindet, damit wir da ein bisschen bekommen. Hier ist nichts drin, passt. Wir werden jetzt mal in die Kiste schauen. Zip. Ich habe ein paar Sachen vorher gecraftet. Backbox, LV, MV. Und da die Standardmaschine, die wir eh schon hier haben. Oh, Force Grinder neuen. Zwei Metallformer habe ich gecraftet. Ein paar Kabelchen und so. Das habe ich jetzt extra vorher gecraftet, damit wir dann schneller sind. Und da die Crafterei hier mit den ganzen Platten und so. Zum Beispiel die Casing und so. Da habe ich ja jetzt. Die habe ich auch gemacht. Habe ich ein paar vorher gecraftet. Weil es ist echt ätzend hier mit den ganzen Hämmern und so. Deswegen werden wir da gleich mal die zwei Metallformen anschließen. Damit wir dann das automatisieren können. So ist das Ziel in dieser Folge. Ich hoffe, das erreichen wir auch. So, Glas hier rein. Mal gucken, was wir noch alles brauchen dafür, ne? Fürs Automatisieren, das werden wir alles mit. Ja, mit was machen wir das, ne? Ich denke mal ME, oder? So im Groben und Ganzen halt mal. Auf alle Fälle brauche ich Hopper. Hopper, das ist wichtig. Nicht Hopper. Tschatsch. Tschatsch. Nee, doch, ja, nein.
Ich bin mir jetzt also ja doch, ich brauche Judge. Stone Zahnrad, das Zahnrad. Ach du Kacke. Mach gleich mal ein Stack oder viel. Wir haben. Also anscheinend haben wir nicht viel. So, dann machen wir gleich mal ein Stack. Und davon auch bitte mal ein Stack. Oder auch nicht. Das wollte ich noch nicht. Da kommen wir aber auch noch dazu. Machen wir mal 7 Hopper. Das soll, denke ich, vorerst mal genügen. Na, rein damit ihr. Zack. 5. Ja, 5. Okay, dann halt nur 5. 5. Dann brauchen wir noch was. Item Duct Pipes. Hammer, zum Glück. Gut. Transfernoten. Ne, damit machen wir es nicht. Dann kommt auf alle Fälle hier mal eine Kiste hin. So, da schmeißen wir dann immer alles rein, was er durcharbeiten soll. Dann brauchen wir hier noch ein Servomotor. So, dann nehmen wir gleich mal 2 mit. Vielleicht brauchen wir dann noch welche. So, hier unten kommt dann die Pipe hin. Die was raus, zieht ihr. Zack, zack. Hier den Servomotor installieren. So. Damit wir hier sagen können, interessiert uns nicht, 64 und immer rausziehen. Damit er auch immer schön brav rauszieht hier. So. Da unten können wir dann Covers reinmachen. Jetzt sind wir hier und dann hier in der Zwischendecke legen wir das dann hier so, so, so. Mal hier so und dann da runter. Ich lege das jetzt bewusst nicht in die Mauer, damit man da auch ein bisschen was sehen kann. Und jetzt kommt die Frage. Hier müssen wir jetzt gucken. Wir bauen auf alle Fälle mal den Forcegrinder. Der soll auf alle Fälle mal die ganzen Erze durchschmitzen. Das ist jetzt ein bisschen ein Problem, weil was soll alles durchgrinden? Wenn wir hier gucken. Wo sind wir hier? Da oben. Ne, das war jetzt der Kack. So. Haben wir nur 9 Felder als Filter. Das ist natürlich wenig. 9 Felder, ne? Auf alle Fälle mal den Force Grinder müssen wir mal irgendwo hinstellen. Ich glaube, den werden wir einfach mal hier gerade runterstellen. Ist auch doof. Hier hin. Hier wäre besser. Ja, hier werden wir ihn hinstellen. Dann kommt oben drauf so ein Judge. Zack. Dann können wir nämlich hier die Leitung hinbauen und hier eine Leitung hinbauen, falls wir mehr brauchen. Sprich, jetzt können wir hier nichts machen, weil wir eine Mato-Servo brauchen. So, jetzt können wir hier 9 machen und hier können wir auch 9 machen, deswegen. So, so. Dann kommt hier eine Kiste hin, wo der das alles rauswirft, weil der braucht ja, ich glaube, eine Kiste, wo der das reinwirft. Direkt im Pipe geht das, glaube ich, gar nicht. So, wenigstens ein bisschen Buffer. Und dann soll der das gleich wieder innen. Ich glaube, Induction Furnace habe ich gecraftet. Ich hoffe es, oder? Induction Furnace, genau. In den Induction Furnace reinziehen. Und zwar. Ich weiß nicht, ob das. Das ist eine komische Sache. Ich weiß nicht, ob das geht, aber. So müsste es klappen. Und zwar so und so. Und dann kann man ja sagen, hier soll er nicht connecten. Genau. Sprich, er zieht es aus der Kiste wieder raus. Kommt wieder ein Servo rein. Haben wir keinen mehr. Müssen wir einen craften, unbedingt. Jetzt halten wir mal hier mal so ein Dings hin. Das heißt, alles geht hier rein in den Grinder. Dann zieht er das raus in den Ofen. Von Ofen geht es dann wieder raus. So. Hier müssen wir auch wieder ein Servo reinbauen. Okay, machen wir gleich mal. Dann kommt auf der Unterseite, machen wir Strom, das ist eh klar. Oder Rückseite. Ne, Unterseite ist immer am besten Strom. Machen wir Unterseite Strom. So. Unterseite Strom. Beide vertragen, ich glaube, 128. Das passt dann eh perfekt. Wenn wir nur hier irgendwie Strom hinbekommen von da drüben. Hier unten entlang, ne? Das wär's. Da mittig, genau mittig. Hier, dann hier entlang.
So, hier geht der Strom runter. Dann gucken wir mal. Wir können uns ja hier irgendwo verwandeln in ein Schwein. Das dürfte ja nochmal auch durch ein hochkommen, ja. Dann können wir hier unten so schön entlang laufen. Brauchen uns keine Sorgen machen wegen der Höhe und so. Komm, das Kabel auf alle Fälle hier unten schön mal verlegen. Jetzt 128, ne? Es wird mehr sein als die 22 Blöcke hier. Na egal. Dann haben wir das Wichtigste schon mal. Oder geht's jetzt aus? Geht's aus? Ja, es geht sich aus bis hierhin. Ah, super. Das heißt, wir brauchen noch unbedingt Kupferkabel. Dann. Ja, brauchen wir hier eigentlich gar nichts, weil wir machen den LV, machen wir drüben. Hier haben wir. Was haben wir denn hier jetzt überhaupt mal? Hier hängt das ME dran. Ja, geht eigentlich auch. Hätten wir aber eher hier hin sollen. Oder wir ziehen das hier raus. Ne, dann hat der da oben doppelten Strom. Auch doof. Ja, wir müssen das hier hin klatschen. Das heißt, wir zweigen hier von den MV auf dem LV ab. Das ist so. Und dann eigentlich hier nach unten. Ja, ist halt ein bisschen versetzt. Kann man nichts machen. Falsch geplant. Was wir brauchen, ist ein fliegendes Schwein. Wir sind Spider-Schwein. Wir können fliegen. Das ist ja komisch, weil es so klein ist, ne? Wir brauchen Kabel, also Kupferplatten. Die, glaube ich. Und, aha, wie heißen die? Komische Cutter heißt der, ne, glaube ich. Ich hoffe, ich habe noch einen Cutter. Ja, habe ich noch. So. 14, na, mehr haben wir eh nicht. Und dann brauchen wir noch Rubber. Rubberbar. So, kriegen wir wieder schöne Kabel hier raus. 14 Stück, das sollte aber jetzt genügen. Spiderswein, Spiderswein. Schwenki, Schwenki. Gut, hier ist. Zack. Das soll passen. Wenn es in die Luft fliegt, ich war nicht. Ich bin unschuldig. Warum bist du da nicht unten dran? So, genau. Und hier einfach angeschlossen, dann sollte das funktionieren. Wir müssen auch darauf achten, die beiden Maschinen brauchen auch ein Redstone-Signal. Also, ich würde sagen, da kommt nichts an. Ein Redstone-Signal. Das heißt, wir können ja auf der Rückseite das Redstone-Signal machen. Wobei wir hier auch ein bisschen drauf achten müssen, wo wir das genau anbringen. Denn hier. So. Zwar haben wir hier zwei Schalter. Einmal hier. Und einmal müsste es ja hier sein, ne? Dann müsste der anfangen. Ja, gut. Und der ist nicht blockiert. Ja, das passt so. Bei der kann, den kann man mit dem Redstone-Signal, nee, den kann man nicht deaktivieren. Das passt schon. Ja, der heizt sich auch auf. Und wenn wir hier dann mal was reinwerfen, zack, schmilzt er schon durch. Also, das ist klar, wenn wir was reinschmeißen, soll es hier rein. Alles, was hier nicht reinkommt, soll dann weitergeleitet werden. Sicherheitshalber würde ich es ja gerne wieder nach oben leiten. Und zwar wieder in unsere Ender Chest. Entweder wir bauen ja unten noch eine Ender Chest, damit das wieder oben reingeworfen wird. Oder wir bauen das hier nach unten mal. Gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Schaufel haben wir keine, nehmen wir das Brot, das macht's auch. Spitzhacke. Wir kommen. Ah, hier. Ja, das. Oh. Seht ihr das? Das ist ja perfekt. Dann können wir hier gleich wieder hochfahren. Das heißt, wir fahren hier eins nach hinten und dann da hoch. Zack. Dann können wir hier wieder in die Ender Chest. Und der zieht das wieder neu raus. Sprich, wenn wir was Falsches reinwerfen, ist das. Nee, warte. Doch. Ja, nein, nein, das passt schon. Einmal hier. Sprich, alles wandert hier wieder hoch und dort rein. Macht halt eine Weltreise. Aber sicher ist sicher. Und wir müssen einmal hier noch eine Leitung legen.
Eigentlich könnte man, nee, da oben drüber geht nicht, weil man kann die Pipes, ich glaube, nicht trennen, oder? Ja, wie sollte man die trennen können? Das geht nicht. Aber wir können das so machen, indem wir das genau so machen, ja. Ich hoffe, ihr versteht noch. Also wir werfen in die Kiste was rein. Da könnten wir jetzt alles reinwerfen, auch Redstone geht runter. Alles, was massariert werden soll, geht ja hier rein. In den Force Grinder. Alles, was nicht massariert werden soll, geht dann oben hier drüber und wieder rauf in unsere Kiste und wird ganz normal über diese Leitung hier einsortiert. Und was hier massariert wird, geht in die Kiste, von der Kiste wird rausgezogen in den Ofen, von oben wird rausgezogen, geht auch rauf in die Kiste und über diese Leitung wieder in unser Lager. So ist der Plan. Und dasselbe müssen wir dann später mal mit den ganzen anderen Sachen machen hier. Ich muss mal kurz überlegen, ich lege mal hier eine Kiste an, wo wir das reinhauen. Damit ich mal Platz in dem wir da habe. Badbox wollte ich eigentlich zwischenschalten, aber ja. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Hier können wir eigentlich dicht machen. So, hoffe ich halt. Das ist jetzt rein nur mal Schmelzanlage. Sprich, wir testen das mal. Das schnellste, den wir da ist, eh hier gut. Kann das Schwein fliegen oder hüpfen? Achso, wir sind kein Schwein mehr. Ich habe mich ja verwandelt. Nehmen wir an, wir wollen jetzt mal ein einziges Gold. Das schmeißen wir hier rein. Zack. Müsste eigentlich rausgezogen werden, wenn wir hier umgestellt hätten. Haben wir aber nicht. Zack. Wird rausgezogen. Mal natürlich gucken. Hier unten wird natürlich Probleme geben. So, wandert hier runter, hier rein. Hier fehlt noch ein Schalter. Eigentlich reicht hier ein Schalter auch. Sparen wir uns diesen Servomotor da. So. Packen wir hier einen Schalter dran. Dann zieht er das raus. Und hier packen wir auch einen Schalter dran. So. Ihr habt gehört, er hat massariert. Packt hier rein. Zack, zack, zieht das raus, geht's nach oben, hoffe ich halt. Nee, der wird hier reinschmeißen, ne? Was hat er jetzt durchmassariert? Stone, aha. Ah, ich weiß jetzt nicht genau, das kann man umstellen, dass das nur in eine Richtung geht, ne? Mal gucken. Genau, rot war's. Super, und wenn jetzt hier irgendwas raus... reinkommt eigentlich, was man nicht durchmassieren kann, das bleibt hier drin stecken. Was macht man mit Stone Dust? Da macht man TF-Border. Aha, okay. Ja, ja, Konstruktion, Farm... Ach du Kacke, nee, kein Interesse. Kein Interesse, Leute. Dann schauen wir mal kurz, wenn wir nach oben gehen. Und hier mal kurz durchgucken. Wir brauchen unten auf alle Fälle, er soll Eisen, Gold, Kupfer ist klar, Zinn ist klar, Lead ist klar, Silber ist klar. Das sind mal wichtige Sachen. Aluminium ist nicht wirklich wichtig. Ferrus ist auch nicht wichtig. Eigentlich nur die vier Sachen mal. Ja, hier können wir wieder nicht, weil wir kein Servo installiert haben. Das heißt, wir brauchen Servomotoren. Hallo, rauf hier. Damit wir das hier einstellen können. Servo. Ist eh nur Glas. Brauchen wir gleich mal ein paar, ne? Dann haben wir sie. Wie viel brauchen wir? Weiß kein Mensch. Nehmen wir mal alle mit. Einen Flug essen, das geht auch. So, dann kommt hier einer installiert und hier einer installiert. Dann kommt hier mal das ignoriert. Hier kommt eine Whitelist. Ignoriert, Whitelist. Sprich, hier sagen wir Gold. Das, das und das. Kommt hier rein. Mehr haben wir doch hier Eisen, haben wir noch vergessen. So, das. Und hier unten soll eigentlich nur, was tut man hier rein? Zum Beispiel, ja, da ist Bitback. Damit hier nichts anderes reinkommt. Sprich, es geht nur das rein. Wenn wir jetzt oben in der Truhe das reinwerfen, haben wir da irgendwas, ja. Damit wir hier stehen können, jetzt werfen wir mal hier das ganze Zeug rein.
Dann gucken wir mal, was nicht in der Kiste landet. Ich glaube, eins habe ich vergessen, oder? Hier sind 5 drin. Ja, Lead habe ich vergessen, oder? Zinn, Kupfer, Lead, Zinn, Kupfer, Gold, Lead, Eisen. Ne, eigentlich müsste fast alles sein, oder? Wollen wir gleich sehen. So, das wandert rein, das wandert rein, das wandert rein. Okay, es wandert alles rein. Man sieht, hier kommt alles schön raus. Der Masa, tut das schön zu Barren machen, die gehen hier rauf. Spitze. Wenn jetzt hier oben zum Beispiel irgendwas reinkommt, was er nicht massarieren sollte. Zum Beispiel. Ne, die Kiste wollte ich zugreifen. Das hier oder hier ein bisschen oder sowas. Zieht er auch raus. Ich hoffe, das klappt. Eigentlich sollte er dann das hier und nach oben transportieren und nicht hier rein. Ich hoffe es mal. Weil das hat hier drin kein Inventar. Soll das hier entlang, hier nach hinten gehen? Genau. Und dann nach oben. Jetzt ist die Frage, nach oben oder nach unten? Nach oben. Gut, genau so wollte ich es haben. Leid oben in unserer Kiste und kommt hier dann wieder schön runter, wo die Barren sind. Dauert halt ein wenig, aber es funktioniert spitze. Braucht nichts machen. Hat schon eine eigene Schmelzerlage gebaut dadurch. Eine kleine halt, ne? Wir haben einen kleinen Buffer, falls der Ofen nicht so schnell ist, was eigentlich normal kein Problem sein müsste. Schauen wir mit der Energieversorgung an. 6, 7, also es wird noch mehr, aber es wird immer weniger mehr. Was für uns bedeutet, wir müssen schön langsam mal gucken, dass wir bessere Energieversorgung zusammenbekommen. Sonst wird das nichts mehr werden bei uns hier. Und wir haben hier das Problem, dass wir hier... Genau, die Charcoal muss hier raus. Also verstopft der ganze Kack hier. So, die Kiste ist eigentlich leer. Die anderen Sachen werden wir dann später aufstellen unten. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir jetzt... Kabel bräuchten und da nicht, das brauche ich nicht, das nicht. Was sagt eigentlich die Zeit? Wir haben noch genügend Zeit. Irgendwas wollte ich noch craften. Naja, genau. ME-Drive wollte ich craften. Wir werden jetzt auf ME umsteigen und von den Kisten weggehen. Das heißt, wir brauchen zwei Basic-Prozessor. Basic-Prozessoren, da die habe ich schon als Crafting-Rezept drin. Mach gleich 5 Stück mal. Ja, was fehlt denn jetzt? Das ist natürlich wieder Sache, ne? Hast du Gold? Gold hat er. Ah, ich weiß, was ihm fehlt. Certus Quarz. Und zwar ihm fehlt ja noch dieses Silikonzeug da. Das wird ihm fehlen. Weil das brauchen wir und das haben wir nicht. Das weiß ich noch. Zack, zack, zack. Basic Prozessoren. 5 Stück, sage ich doch. Die können wir gleich durchschmelzen hier. Und dann brauche ich noch die Advanced. Da mach 2 Stück, das reicht. Kann man auch durchschmelzen. Und das will ich dann später alles automatisieren, dass das automatisch durchgeschmolzen wird. Aber dazu müssen wir erst ein bisschen mehr mit ME zu tun haben. Ein bisschen mehr gebaut. So, und dann brauchen wir Storage. Und da ist jetzt die Frage, was machen wir? 4K oder 16K? Was kosten die eigentlich? Hier schauen wir, haben hier die 1K, die sind relativ billig, die kosten noch die 16K kosten ja schon um einiges mehr, ne? 4K sollten eigentlich genügen vorerst mal. Das sind halt jede Menge ME Prozessoren, ne? Das heißt Basic Prozessoren, da kannst du noch mal 10 Stück craften. Und wir brauchen Certus. So. Da ein wenig. Und jetzt. Achso, nee, das geht nicht. Das wollte ich gerade sagen, jetzt könnte ich ja das eigentlich. Ah, rein damit. Ist auch egal. Wir brauchen unbedingt Silikon, deswegen. Zack, hier rein.
Du weiter hier, so. Du da rein. Du da rein. Basic, ja, da eingecraftet. Was fehlt dir denn jetzt? Drei Stück. Ah, jetzt craftet deine auch, okay. Na gut, dann craft nochmal. Vier Stück. Vier, passt. Dann haben wir 9 Stück. Ich denke mal, das sollte ja jetzt genügen dann, oder? Oder wie viel brauchen wir? Das hat keiner gerechnet, ne? Wollte keiner. Storage, wir haben gesagt 4K, dann machen wir 2 Stück mal. Und gucken mal, ob in irgendwas fehlt. Hier craftet er gerade, hier craftet er so ein Hammer. 2, 3, 4, ja. 2 Hammer. Schauen wir nochmal. Basic. 4, das heißt, es geht sich keiner mehr aus, oder? So, ich glaube, einer geht sich nur aus. Ein K. 4K, ja, 3 Stück. Das ist meiner Meinung nach jetzt nicht das Grüne von Ei oder das Gelbe von Ei oder das Violette von Ei, je nachdem. Aber wir können es schon mal. Ja, wir haben dann aber ein kleines Problem hier. Weil alles, was wir hier haben, müssen wir in eine Kiste von der Kiste rein. Doch, das geht. Die Frage, wo stellen wir das hin? Ich denke mal hier hin. Dann wird das connecten. Zack, zack, zack. Das kriegt die Priorität 64. Gut, gut. Und jetzt wäre recht, wenn die Items hier drauf kommen, ne? Das Problem ist, wir haben relativ viel verschiedene Items. Was natürlich alles schade ist. Das sind schon jede Menge verschiedene Items, die wir hier haben. Die wir hier alle nicht speichern können wahrscheinlich. So, dann gucken wir mal weiter. Wir brauchen als nächstes. Es regnet, oder? Ja. Werden wir uns mal schauen wie eine Energieversorgung. Da brauchen wir. Wir werden hier mit Windmühlen arbeiten. Ultra-Low. Generatoren. Ja, das wäre ein cooles Rezept. Nur eine Batterie. Mal gucken, ob das geht. Nee, geht nicht. Wir haben keine Batterien. Ho, 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 ho. 2 Stück. Ich will aber trotzdem mal testen, ob das Rezept klappt. Nee. Okay, also das ist ein Fake-Rezept. Klappt nicht. Aber wir können ja mal oben unsere Energieversorgung upgraden. Haben wir noch universelles Kabel? Ja. So, dann gehen wir mal raus und wir haben ja noch irgendwo 2 Windräder stehen hier. Die schließen wir einfach mit an. Vorerst mal, bis wir dann genügend Rohstoffe und so haben, damit wir einmal, zweimal. Hallo? Habe ich die bekommen? Ja. Der scheiß Regen geht mir auf den Sack, ehrlich. Ja, wo schließen wir die am besten? Schließen wir jetzt einfach mal hier hin, so. Da hin. Geht die aus. So. Hier hin, nach oben. Hier hin. Und fertig. Das ist nur mal wirklich jetzt Notlösung. Dass wir einfach mal mehr Strom haben. Und mit der Stromversorgung muss ich mir echt mal was Geniales überlegen, da bin ich mal gespannt. Ich möchte nicht so Standardsachen haben wie Generatoren und sowas, sondern schon irgendwie was Ausgefallenes. Aber dazu weiß ich noch nicht wirklich, was ich da machen soll. Was wir aber jetzt machen, ist mal ME Interface. Das wäre jetzt mal gut, wenn wir sowas hätten. Kann man das so? Ja, da fehlt uns in der Mitte. ME-Prozessor. Nicht hier. Ich wollte oben schreiben. Basic-Prozessor. Da machen wir gleich mal 5 Stück. 5 Stück, gut. Die wir wieder hier reinwerfen.
Zack, zack. Und hier. Eins. Ah, oh, ich finde ja dieses Fluix-Dingsbums-Zeug da, das da da. Da fehlt uns jetzt folgendermaßen. Zertusquarz und Nether. Nether, haben wir da überhaupt noch was? Ja, nicht viel was. Und Zertus. Oh, oh, oh. Haben wir echt kein Zertusquarz mehr? Ja, schaut ja nicht gut aus, ne, Leute. Da müssen wir uns mal wirklich Gedanken machen, wie wir da wirklich an Zertusquarz kommen. Ich glaube, wir werden erstmal Plan B einschlagen und werden mal eine Query bauen. Ich glaube, das wird jetzt eines der wichtigsten Sachen werden. Und mal gucken, was wir davon schon haben. Gar nichts, doch. Spitzhacken. Drei, vier, fünf Stück, ne? Oder? Wie viel braucht man da? 6, 7, 6, okay, wir haben keinen Cobblestone mehr. Ach du Kacke. Genau, hier habe ich auch noch die Kiste abgegradet auf 256 Stacks, weil wir haben schon 143 drin, ne? Und mal ein bisschen drauf achten. So, zack, zack. 7 Stück haben wir gesagt, ja. Und dann noch 4 mehr. Dann Eisen, brauchen wir 3. 1, 2, 3 mal davon. 2 mal Gold. Und 2 mal davon, genau. Passt. Dann 2 mal Gold. Oder was ist das? Force? Ne, Force will ich nicht. Gold will ich da, die. 2 mal Gold und 2 mal Diamant. So, Diamanten hier. Kommt dann auch zweimal. 1, 2. Gut, die wieder alle rein. So, so. Und jetzt müssen wir links, rechts fehlt. Achso, anderes Rezept hier. Die Query. Schon mal anfangen. So, für die Query werden wir auch noch Landmarks nutzen. So. 1. Okay, 1. Ja, 1, genau. Gehört. 1. Wir haben keine Sticks mehr. Also müssen wir wirklich schauen, dass wir so schnell wie möglich an mehr Rohstoffe kommen, weil das wird so nix. 3 Stück. Dann ein bisschen Lapis oben drauf. Lapis, so. 1, 2. Eigentlich brauchen wir dann nur 3 Stück, ne? Ja, es reicht. Du kannst weg. So. So. Dann brauchen wir für die Query transdimensionale Chest. Die können wir eigentlich anschließen. Was ist denn da für ein Lied, ey? So. Und wir brauchen eine Energieversorgung. Am besten wir schauen mal, was haben wir? Sterling entschieden? Nee, wir könnten ganz einfach hier unten unsere Energiezelle nehmen, dann hätten wir am Anfang schon mal Energie. Die kann speichern 200, ne, 2 Millionen. Ist auch nicht schlecht, am Anfang ist das schon einiges. Aber die bauen wir erst in der nächsten Folge auf, da werden wir noch ein bisschen Gedanken machen. Wir werden jetzt vorerst mal andere Sachen machen, und zwar zum Abschluss nochmal. Und bei unseren Sklaven gucken. Die aufladen, ja. Die kriegen noch mal was zu tun hier unten. Die werden wir noch mal neu arbeiten lassen, und zwar ein bisschen anders. Wenn hier mal die Big Axe weitermacht. Sicher, sicher, so. Doch, ich habe wieder was vergessen. Ich wollte ja eigentlich nur was holen, aber ich habe es vergessen. Und zwar, was haben wir denn an Kisten? Genau, sowas wollte ich haben. Sowas wollte ich haben. Und ich wollte haben Item Duct Pipe. Na, ein Stück. Naja. Besser als wie gar nichts, ne? Aber ich glaube, wir haben noch unten einige. Zumindest hoffe ich jetzt.
finde immer schön was zu tun da unten. Vielleicht kriegen wir dadurch auch mehr Rohstoffe dann auch. Genau, hier habe ich noch Treppen reingebaut. Ich glaube, das habt ihr auch noch nicht gesehen. Und ich habe immer schön brav hier unten die Sklaven weiterlaufen lassen. Also ihr seht, ein Junkload habe ich hier noch hingesetzt. Hier ist schon relativ viel, auch auf der Map umsieht man es, abgebaut. Wobei ich jetzt gar nicht verstehe, wo die ganzen Sklaven sind. Was soll mir jetzt egal sein? Jetzt kommt mal die Kiste hier weg. Die. Und die Vibes hier kommen weg. So. Der Schalter kommt weg. Und die Kiste kommt jetzt mal. Ich muss die weiter wegstellen. Also, wir haben jetzt 5 Vibes. Das heißt, wir können das hier so. Und so machen, ja. Dann kommt die Kiste hier hin. Pneumatik-Servo rein. Alles ignorieren. Stackweise immer rausziehen. Output. So, jetzt beschweren wir die mal. 1, 2, Essen. Drei, vier, fünf. Mehr geht nicht, passt. So, dann zeige ich euch mal. Das soll eure Kiste sein, versteht ihr mich? Ja, wird schon passen. Und dann mit M kann ich ja hier sagen, dick. Dann wie groß. Er macht es mal 25 und die Höhe sagen wir 15. Machen wir nicht so groß. Machen wir 17 mal 20 hoch. Ja. Dann machen wir Make it so und jetzt müssen wir hier den Platz auswählen. Wo? Da gehen wir extra ein bisschen weiter hier hin, damit da mehr Platz ist. So. Und sagen hier, zack. Und ich hoffe, die machen das jetzt. Einer geht schon mal hin. Jetzt geht Jan auch hin. Sprich, jetzt bauen die so ein großes Feld hier ab. Also so eine Art Quer ist das dann eh schon, ne? Aber halt noch nicht ganz. So, der hat da ein bisschen Buffer drin. Mal hier was reinhauen. So, die kann man auch mal weghauen. Die Kisten behalte ich mal. Zieht ihr das raus? Den haben wir gesagt. Wenn er nichts mehr dingen kann, soll er wegfahren. Das passt auch. Der Junkload ist auch aktiv. Signal. So, dann gehen wir mal schnell nach Hause. Wie lange laufen wir jetzt? 38 Minuten. Ja, haben wir noch kurz Zeit. Da müssen wir noch kurz was machen. Das will ich jetzt nicht offline machen, deswegen. Aber ich wollte es unbedingt machen, damit ich es weiß. Beziehungsweise. Hier haben wir ja noch einen Detektorblock und der hat eine Funktion oder wird eine Funktion bekommen, die ich unbedingt haben wollte. Wir haben hier oben unser schönes Lämpchen, wenn wir sehen, wann der fährt, aber wer schaut da immer drauf? Deswegen müssen wir uns mal einen Heuler bauen. Wie heißt der Mod? Kurz mal überlegen. Nuklearkontroll, das immer. So ein Industrial Alarm oder Heuler? Das ist die Frage, was ist billiger? Notenblöcke kostet das und da kostet Dreh vorne Glas. Also nee, der Alarm ist ja nur das Licht, den Heuler brauchen wir. Das heißt, 3 Notenblöcke kriegen wir zusammen. Und das sollten wir auch alles haben, genau. Und den platzieren wir jetzt da unten. Genau hier daneben. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht genau passen. Und wenn der jetzt mal hochkommt, da kommt er nicht. Mal kurz mal runtergehen, ein paar Sachen reinwerfen. Dann sollte da ein Ton kommen. Ich frage mich nur, wie lang der jetzt sein wird. Ob wir den dann verkürzen müssen, dass nur ein kurzer Ton kommt oder nicht. Sprich, wir wissen dann, sobald er das entlädt, kommt ja oben ein Ton. Dann haben wir da irgendwas. So, komm, rauf, wir sind schneller. Oder auch nicht, wahrscheinlich. Zack. Schnell. Lauf! Ich hoffe, dass das wirklich so funktioniert mit diesem Ton, dass wir wissen, wann er entlädt, sozusagen. Er kommt. Genau, und kurzer Ton, er entlädt, passt.
32 wird aber, ich glaube, zu knapp sein, oder? Und sollte der Ton mal länger werden, weil zu viele Items drin sind, dann werden wir uns hier noch ein Multiplex oder was hinbauen. Nee. Ah, wie heißt denn das jetzt? Nicht Multiplexer, sondern ein anderes Gate. Pulsformer? Pulsformer, glaube ich, war das. Muss ich mal gucken. Da müssen wir sofort... Aha, Lampe ist aus. Gut, er ist am Entleeren gewesen. Dann weiß ich auch, wenn so nach ein paar Stunden kein Ton mehr kommt, dann weiß ich auch, dass er nicht mehr entleert und die da unten fertig sind. Ja, die werden wir jetzt gleich mal in unseren Rucksack packen hier. Haben wir hier eigentlich noch was drin, was interessant ist? Hallo, warum kann ich da nicht rein tun? So, jetzt geht's. Die packen wir hier rein, die werden wir das nächste Mal brauchen. Das lassen wir... Na komm. Ja, die lassen wir hier, die habe ich für Craften gedacht, falls wir es brauchen. Die Säge. Hallo, warum kann ich hier nichts rausnehmen aus dem Kackrucksack irgendwie? Hallo, Rucksack. Das geht, aber die Säge geht zum Beispiel nicht. Das geht auch, das geht auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, geht nicht. Komische Sache. Bauen wir uns mal ein neues hier, oder? Ne, wir machen gar nichts mehr. Wir lassen es sein für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Die ist klar. Und soll mal ein bisschen Rohstoffe sammeln für uns. Ich wünsche euch viel Spaß. Und ciao, Leute. Bis dann.